Das Bike sieht jetzt nach zwei Tagen schon sowas von schlimm aus. Wir hatten aber leider auch noch keine Möglichkeit, irgendwie mal die sauber zu machen. Ja, kaum richtig Druck drauf hier. Moin moin meine Lieben, wir starten den Tag heute mit einem kurzen Schlenderweg durch Heidelberg. Haben schon gerade gefrühstückt, richtig lecker. Und ja, gleich geht es dann den Neckar hoch bis Heilbronn. Und ich bin schon sehr gespannt. Ja, da wir gestern Abend so platt waren, konnten wir uns Heidelberg nicht angucken. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir jetzt heute einmal, zumindest einmal durch die Innenstadt. Und ja. Heidelberg und jetzt geht's am Neckar entlang. Wunderschöner Fluss. Sieht jetzt schon echt angenehm aus.
Fluss ist und wie ruhig der Fluss auch einfach ist. Das ist wirklich idyllisch. Die Hälfte geschafft. Es rollt echt erstaunlich gut, trotz immer wieder graveliger Piste. Und Leo hat ja kein Gravelbike, sondern ein altes Rennrad. Aber trotz der 23 mm Slickbereifung kommen wir da richtig durchballern. Und ja, bei mir, ich habe ja die Schwalbe Allround, G1 Allround oder irgendwie so ein Quatsch hier drauf gemacht. Diese mit den kleinen regelmäßigen Noppen, muss ich auch sagen, ey, beste Entscheidung. Die rollen auf Asphalt wie Sau und auf Gravel wie Sau. Nur im Winter Matsch will ich sie nicht drauf machen. Dann doch was gröber. Ich hoffe aber, Leo scheint es geschafft zu haben. Ich glaube, ab da vorne, ab hier ist es schon wieder eher sandig. Muss man vorsichtig fahren, dann geht es aber auch. Städte verbracht und ja, fahren jetzt hoffentlich im Trockenen bis Heilbronn.
Pitstop. Woo! Der dritte Pitstop. Wir brauchen einen, wie hieß das? Pannenschnaps. Ja, wo ist Pannenschnaps wäre jetzt gut. Männer, Grüße gehen raus an euch. Ja, da hinten ist schon wieder die nächste Burg mit Spitzturm. Ne? Müsste ganz spitz. Und ja, da unten ist jetzt ein Triathlon, deswegen müssen wir hier oben lang. Ja, kriegen wir auch noch davon was. Da unten läuft der Triathlon. So, aufgrund des Triathlons hier drüben mussten wir jetzt die Seite wechseln, weil der ganze Ort wohl halb gesperrt ist und ja, gehen wir lieber auf die andere Seite rüber. Aber keine Probleme. So, da oben hinter mir ist mal wieder eine Burg. Und zwar ein wahres Schätzchen, die Burg Hornberg. Und direkt darunter seht ihr ein Weingut bzw. Weinhänge. Die gehören zum zweitältesten Weingut der Welt. Laut Urkunde, also komplett offiziell das zweitälteste Weingut der Welt. Ah. Wisst ihr, ob man durch den Ort durchkommt hier oder ist da Triathlon überall? Komm mal durch? Okay, danke. Oh, das war gar nicht mal so einfach hier den Triathlon zu umfahren, weil er durch das gesamte Dorf hier auch noch wieder weiterging. Aber ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Sind jetzt wieder am Neckar und ja, Heilbronn kann kommen. 20 Kilometer nur noch. Freifahrt. Zumindest bis jetzt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Toi, toi, toi. Jawohl, voll Frost voraus! Oh, guckt euch das da oben an. Wahnsinn. Bitte nicht. Schnapp doch mal. Nicht, bitte nicht bis zurück nach Köln. Und hier im Hintergrund haben wir dann noch die Burg Guttenberg. Ob die was mit dem Politiker zu tun hat, keine Ahnung.
was für kleine Städtchen, was für wunderschöne Perlen es in Deutschland doch auch gibt, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Sieht echt Hammer aus. Und hier. Hier sind auch schon wieder alte Burgmauern. Geil. Gölle. Selbst hier gibt es ein Stück Heimat. Jetzt gerade noch Geld abheben gegangen und ja, gestern mal wieder zu platt gewesen, um den Tag abzuschließen. War eine sehr schöne Tour den Neckar hoch, absolut zu empfehlen. Ja, nur an ganz kleinen Stellen gab es wirklich richtig groben Schotter. Ansonsten war das sehr, sehr flach und sehr feiner Schotter. Das heißt, selbst mit dem Rennrad konnte man ohne Probleme darüber fahren. Jo, genau. Und der Weg, ja, die Wege waren super. All in all. Es war relativ viel los mit Radfahrern, aber ja, spricht halt nur dafür, dass die Tour einfach super schön ist. Am Fluss entlang fast komplett und ja, wunderschöne Wege, nicht zu bergig. Ja, absolute Empfehlung.